Hallo Tierfreunde. Hunde sind wohl die loyalsten und treuesten Tiere, die es überhaupt auf der Welt gibt. Es gibt so viele wundervolle Geschichten, die zeigen, was für tolle Eigenschaften diese Vierbeiner haben. Dies unterscheidet sie von so vielen anderen Haustieren. Heute habe ich euch eine rührende Geschichte mitgebracht, die sich in den USA abgespielt hat. Sie zeigt wieder einmal aufs Neue, wie treu Hunde sind und was sie so besonders macht. Hört euch also die Geschichte an und bleibt bis zum Ende dran. Der deutsche Schäferhund ist wohl einer der bekanntesten Hunde überhaupt. Und das nicht nur wegen seines majestätischen Aussehens, sondern vor allem aufgrund seiner vielseitigen Einsatzfähigkeit. Er ist ein wahrer Alleskönner. So wird der Schäferhund von einem einfachen Familienhund über das Schafehüten bis hin zum Dienst bei der Polizei oder beim Militär eingesetzt. Ich bin immer wieder erstaunt, was diese Tiere alles meistern können. Du auch? Heute habe ich euch einen ganz besonderen Schäferhund mitgebracht. Und nein, er ist nicht über eine 10-Meter-Mauer gesprungen oder hat sonst etwas in dieser Art gemacht, sondern hat vielmehr ein ganz großes Herz bewiesen. Ein Militärhund ging zusammen mit einem verwundeten Soldaten ins Krankenhaus. Auf Social Media wurde ein Foto gepostet, auf dem zu sehen ist, wie der verwundete Soldat in einem Krankenbett liegt. Doch nicht alleine. Mit ihm im Bett liegt sein Schäferhund, mit dem er zusammen bei der US-amerikanischen Armee arbeitet. Sein vierbeiniger Freund dachte gar nicht daran, den Soldaten wieder alleine zu lassen, sondern wollte mit ihm zusammen darauf warten, bis dieser wieder gesund war. Ist das nicht süß, wie er sich mit seinem Besitzer ins Bett gelegt hat? Diese Geschichte zeigt wieder einmal, wie treu Hunde sind. Sie würden sogar für ihren Besitzer sterben, wenn es denn sein müsste. Auch wenn man immer wieder derartige Geschichten hört, rühren sie mich dennoch immer wieder aufs Neue. Schicke dieses Video gerne an eine Person weiter, die auch so begeistert ist von Hunden wie ich. Schreibe mir außerdem auch gerne deine Meinung zu der kleinen Geschichte in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen.